Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem besonderen Video. Ja, ich freue mich riesig, euch heute diese tolle Aktion vorstellen zu dürfen, denn zusammen mit 20 fantastisch kreativen Bloggern und dem Rezepte mit Herz-Team haben wir einen Adventskalender mit 24 tollen selbstgemixten Geschenkideen als E-Book zusammengestellt. Dieses E-Book könnt ihr euch gratis downloaden. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Klickt da einfach drauf, dann kommt ihr direkt dorthin. Holt es euch auf jeden Fall und lasst euch diese tollen Ideen nicht entgehen. Genauso stehen alle teilnehmenden Blogger unten in der Infobox. Schaut auch auf ihren Social Media Kanälen vorbei, egal ob Facebook, Instagram oder hier auf YouTube. Und ich freue mich wirklich riesig, heute bei diesem Adventskalender von Rezepte mit Herz das 19. Türchen sein zu dürfen. Und hinter diesem Türchen verstecken sich leckere Stracciatella Kokosmakronen. Und das Video dazu kommt jetzt gleich im Anschluss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und auch beim Schmökern im E-Book. Wie gesagt, holt es euch auf jeden Fall. Lasst es euch nicht entgehen. Wer sich's entgehen lässt, ist selber schuld. Also wie gesagt, viel Spaß jetzt beim Video. Allererstes müssen wir uns den Backofen auf 150 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Das habe ich schon getan. Der rattert schon. Und ich habe mir schon zwei Backbleche mit Backpapier belegt. Das ist auch schon erledigt. Dann müssen wir den Rühraufsatz einsetzen. Und ich gebe 4 Eiweiß dazu. Dann 1 Teelöffel Zitronensaft. Und ich schlage das Eiweiß steif, und zwar 3 Minuten lang, bei 37 Grad, auf Stufe 3,5. So, jetzt schaut euch mal diesen tollen Eischnee an. Sieht fantastisch aus. Ich bin jedes Mal wieder begeistert. Jetzt können wir den Rühraufsatz wieder entfernen. Hier noch schnell den Eischnee abkratzen. So, den Eischnee schiebe ich auch noch ein bisschen wieder runter. Und gebe anschließend 180 Gramm Zucker dazu. Und ein Päckchen Vanillezucker. Ihr könnt auch einen Teelöffel selber gemachten Vanillezucker dazugeben, wenn ihr habt. So, jetzt wird das Ganze 4 Minuten bei 37 Grad auf Stufe 2,5 schön verrührt, dass sich der Zucker auflösen kann. So, schaut mal, wie toll die Masse aussieht. Die für einen tollen Glanz hat. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die Kamera fängt es richtig ein. Einfach genial. Jetzt kommen natürlich Kokosraspel dazu. Und zwar gebe ich 200 Gramm zur Masse. Das ist diese ganze Tüte. Und für Stracciatella Kokosmakronen darf natürlich die Schokolade nicht fehlen. Gebe ich 100 Gramm Zartbitter Schokoraspel dazu. Ihr könnt auch Vollmilch nehmen, falls ihr das lieber mögt, ganz nach eurem Geschmack. 100 Gramm. So, und das wird jetzt untergerührt, und zwar 1 Minute lang auf der Stufe 2,5. Und somit wäre die Masse für die Stracciatella Kokosmakronen schon fertig. Ich zeige sie euch gerade noch mal ganz kurz. Hier am Rand hat sich das noch nicht richtig vermischt. Das ist aber nicht schlimm, weil ich mir jetzt meine Masse eh in ein Schüsselchen umfülle, weil ich es dann besser portionieren kann. Und dann kann ich die Masse noch mal kurz mit meinem Spatel durchrühren. So, wie gesagt, ganz vorsichtig noch mal
das Ganze kurz unterheben. So, das war's schon. Jetzt mache ich mir hier kurz Platz, hole mein Backblech und werde anfangen, die Makronen aufs Backblech zu setzen. Ich habe hierfür so einen Portionierer oder, falls mir das jetzt nicht so gut gelingt mit dem Portionierer, werde ich einfach zwei Teelöffel nehmen und damit kleine Berge aufs Backblech setzen. Ganz viele von euch hatten mich auch gefragt, wo ich das schöne Backpapier mit den Sternen her habe. Das hatte ich schon letztes Jahr beim Aldi mitgenommen. Dieses Jahr habe ich es auch gesehen, aber leider habe ich mir dummerweise keinen Nachschub geholt. Das gibt es nicht immer, also ihr müsst da wirklich zuschlagen, falls er es mal hat. Das ist immer so eine Aktion, so Aktionsware, und da solltet ihr euch wirklich gut damit eindecken. Das werde ich das nächste Mal auch tun. So, jetzt werde ich am Anfang die kleinen Makronen aufs Backblech zu setzen. Das erste Blech mit den Makronen ist fertig. Das mit dem Teigportionierer hat ganz gut geklappt. Wenn ich einen finde, verlinke ich ihn euch in der Infobox. Also falls ihr einen möchtet, schaut da gerne mal vorbei. Die Makronen kommen jetzt in den Backofen, und zwar bei 150 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten. Und in der Zwischenzeit werde ich mit dem zweiten Blech weitermachen. Und das sind die fertigen Stracciatella Kokosmakronen. Ich hoffe, ihr könnt es richtig gut erkennen. Sie riechen himmlisch, also richtig toll nach Schoko und Kokos. Waren bei mir jetzt genau 20 Minuten im Backofen. Und ihr habt ja gesehen, wie ruckzuck dieses Rezept geht. Also wirklich, da könnt ihr noch in einer halben Stunde geschwind den Teig zusammenrühren und kurz draufsetzen aufs Backblech und abbacken. Also es ist wirklich ein easy, einfaches und schnelles Rezept. Wer mag, kann die Makronen natürlich auch auf Oblaten, auf Backoblaten setzen. Wir mögen es lieber ohne, auch wieder alles Geschmackssache. Ja, meine Lieben, jetzt bleibt mir nur noch euch ganz viel Spaß beim Nachbacken zu wünschen. Lasst sie euch gut schmecken und ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald! Tschüss!